Früher dachte ich immer, in Transsilvanien würden nur Vampire hausen, um mich später eines Besseren belehren zu lassen, dass sich dort auch der ein oder andere Werwolf herumtreiben würde. Und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing hier auf Lord Gamgamful, The Other Side of Movies. Ja, und heute geht es um die Mediabook Cover B-Variante zu dem vom Philip Mora inszenierten Sequel Howling 2 Sturber Werewolf Bitch oder auch hier in Deutschland nur bekannt unter dem Titel Das Tier 2 aus dem Jahre 1985. Philip Mora hat ja auch so Filme inszeniert gehabt wie Das Engelsgesicht, der wirklich sehr, sehr gut ist, oder auch zum Beispiel Howling 3 1987 noch nachgeschoben. Insgesamt hat es die Reihe auf 6 Teile gebracht. Der letzte wurde 2011 veröffentlicht, allerdings nicht unter dem Titel Howling, sondern unter dem Titel Blue Moon hier in Deutschland, erst in einer zensierten FSK 12 Fassung, und wenig später wurde dann noch die unzensierte Fassung nachgeschoben. Ja, da wollte man quasi doppelt Geld abkassieren und hat den Film so ein bisschen als Twilight-mäßigen Abklatsch hier auch doch noch ein Stück weit vermarktet. Ja, und im Allgemeinen muss ich sagen, nach Teil 2, ja, dem grandios allerersten Sequel, sagen wir es mal so, was als einer der schlechtesten Filme überhaupt gilt, ist natürlich die Qualität innerhalb der Reihe dann doch deutlich, deutlich, immer mehr nach unten gegangen, ja, und die Filme selber habe ich 2012 hier schon mal auf meinem Kanal vorgestellt gehabt in dieser sogenannten Werewolf Collection. Da gab es allerdings das Manko halt, dass der zweite Teil dort halt nur in einer ziemlich stark gekürzten FSK 16 Fassung vorlag. Ja, der Film selber war ja seit 1986 auf dem Index gewesen. 2011 ist dann erstmal die deutsche VHS von Thorn Emi, die eigentlich nur in 2 Szenen leicht gekürzt war, dann auch noch wieder vom Index runtergeflogen, und am 28.03.2013 ist dann auch noch die US-VHS vom Index wieder runtergewandert, und Eurovideo, die ja dann in Koop mit Studio-Kanal und MGM diese Werewolf-Collection herausgebracht hatten, haben dann natürlich dann 2013 Howling 2 dann auch nochmal rausgebracht, dann natürlich dann auch ungeschnitten, und haben den auch nochmal bei der FSK vorgelegt. Da bekam er natürlich dann eine Freigabe ab 16 ungeschnitten, und dann hat es natürlich jetzt noch ein paar Jahre gedauert, bis der Film dann wirklich erstmalig auf Blu-ray rausgekommen ist, und das Ganze natürlich von Koch Films in 2 Mediabook Cover Varianten. Die Cover A Variante, die kriegt man natürlich überall zu kaufen, die Cover B ist hier noch eingepackt in diesem wirklich sehr, sehr schönen, stabilen Karton, um zu zeigen, dass sie nicht nur Mediabooks in irgendwelchen labbrigen Versandtaschen verschicken, wie es zum Beispiel bei meinen teuflischen Nachbarn war, wo ich das erste Mal halt bei deren im Shop bestellt hatte allgemein, weil das natürlich eine exklusive VÖ war, und hier eigentlich genauso. Und das Ganze werden wir dann jetzt auch erstmal hier auspacken. Also ich muss sagen, wirklich sehr, sehr gut das Ganze hier verpackt, ja, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Mediabook aussieht. Zumindest das Covermotiv ist natürlich ein anderes, der Inhalt selber, das Booklet, was mit 24 Seiten und einem geschriebenen Essay von Stefan Jung daherkommt, das ist natürlich alles komplett identisch, ja, also es ist eigentlich nur das Cover-Artwork, und da schauen wir auf jeden Fall mal jetzt rein. Das Ganze mal ein Stück weit auf, und ja, es ist wirklich schön alles schön verpackt, wie ihr sehen könnt. Ja, schöne Polsterfolie, so muss es natürlich sein. Da haben wir natürlich hier auch noch die Rechnung, und da haben wir natürlich innen liegend das Mediabook. Ja, und das ist nochmal extra eingepackt, also sehr, sehr lobenswert, muss ich sagen, wie Kochfilms das gemacht hat, und die haben natürlich das gute Stück. Und was ihr natürlich seht, haben wir es hier auch wieder mit einem kleineren, dickeren Mediabook zu tun, ja, was hier mit 3 Discs daherkommt. Aber ich muss sagen, finde ich sehr, sehr ansprechend. Was natürlich schön ist hier, anders wie bei The Witch Next Door, ist, dass man hier auch wirklich den FSK-Flatschen hier drauf erkennt. Der einzige Nachteil ist mal wieder, dass das direkt auf dem Mediabook draufgeklebt ist. Ich glaube, das werden sie in den nächsten 100 Jahren nicht beheben, ja. Und dann habe ich natürlich noch in der Sammlung gekramt, und letztes Jahr, ja, habe ich natürlich mir vor allem einige UK-Importe zugelegt gehabt von Arrow Video, und da habe ich mir natürlich hier ganz klar für knapp 10 Euro hier Howling 2 zugelegt gehabt. Eine wirklich schöne Veröffentlichung, natürlich hier kein
deutscher Ton an Bord, aber hier mit diesem wirklich schönen, neu gezeichneten, sehr collagenhaften Artwork hier von Graham Humphreys, was ich auch sehr, sehr gelungen finde. Ja, hier natürlich in der Mitte die gute Störber, verkörpert von der österreichischen Schauspielerin Sybil Danning, die in jungen Jahren so angefangen hat, eher so in Sexklamotten wie Hausfrauenreport oder Schulmädchenreport im allerersten Teil ist auch dabei. Ja, einer ihrer letzten Auftritte hatte sie in Rob Zombies Halloween Remake gehabt, da hat sie einen ganz kurzen Auftritt gehabt als Krankenschwester in der Psychiatrie. Und natürlich weiß man ganz klar, was mit der passiert ist in dem Film, ja. Und die spielt hier sozusagen die Antagonistin im Film. Der Film schließt auch ein Stück weit an den ersten Teil an. Ja, wir haben natürlich noch Christopher Lee, der hier einen Werwolfjäger spielt. Ja, ansonsten noch den guten Rap Brown, der in den 70ern Captain America verkörpern durfte zum Beispiel. Oder auch in Talon einer gegen das Imperium die Hauptrolle hatte, also in diversen, oder hier Roboman, der auch vor kurzem von Sinestrange rausgebracht wurde, also in diversen trashigen B- und C-Filmen dabei war. Und ja, natürlich das Ganze hier, die Arrow-Video-Veröffentlichung, wie so oft mit einem anderen Motiv noch zum Wenden. Das ist natürlich hier das Motiv, was sie auch für die Cover-A-Variante, also Kochfilms, verwendet hat, was auch nicht schlecht aussieht. Aber ich habe mich mal wieder mal für eines der eher fragwürdig hässlicheren Motive entschieden. Aber ich meine mal, wer keinen deutschen Ton unbedingt braucht, der kann hier auf jeden Fall zugreifen, weil von den Extras her sind beide VÖs hier fast inhaltsgleich. Es gibt eine Sache, die diese VÖ hier auf jeden Fall gegenüber der englischen Arrow-Video-Veröffentlichung doch noch ein bisschen, besonders macht, würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, ja, und das ist hier ganz klar, wie ihr lesen könnt, hier die Dokumentation Scream Queens. Da geht es natürlich um die ganzen Damen, die so in den ganzen, 80ern halt in diesen ganzen Horrorfilm mitgespielt haben und halt natürlich irgendwann ganz klar sich diesen Titel recht schnell erkämpfen konnten, Scream Queen zu sein. Zum Beispiel Jamie Lee Curtis gehört ja auch dazu, oder in den 90ern war das Neve Campbell gewesen. Ja, oder Jennifer Love Hewitt zum Beispiel, ja, also in der Dokumentation wird da natürlich noch ein bisschen drauf eingegangen und ist auf jeden Fall ein schöner, dicker, fetter Oschi, muss ich hier wirklich sagen. Also da hat Kochfilms auf jeden Fall wieder mal eine schöne Veröffentlichung rausgehauen, wobei natürlich bei dem einen oder anderen ganz klar sicherlich die Größe des Mediabooks darüber entscheiden dürfte, sich eben diese Veröffentlichung nicht zuhören. Aber ich muss sagen, bei Kochfilms geht es natürlich auch immer um die inneren Werte. Das Ganze ist natürlich hier wirklich sehr bombenfest eingeschweißt. Ja, und dann befreien wir das gute Stück mal und macht auf jeden Fall, macht das was her. Also sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ja, aber wie gesagt, haben wir natürlich hier diesen Flatschen drauf. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn abgefummelt. Ja, der ist natürlich... Das ist natürlich so der einzige Nachteil, würde ich sagen, warum man das nicht direkt auf die Folie macht. Ja, das ist so der größte Kritikpunkt, den man anbringen könnte, weil man Angst hat, dass da natürlich also der Untergrund da natürlich dann wellt. Aber lässt sich eigentlich ohne Probleme abziehen. Und auch wirklich, muss ich sagen, oder ein paar Rückstände drauf. Nö, eigentlich nicht. Ja, also macht auf jeden Fall was her. Den Sticker, den werde ich natürlich irgendwo noch aufbewahren. Ja. Der kommt irgendwo noch hin. Ja, und dann haben wir natürlich hier dann das Cover nur noch mit dem Filmtitel. Ja, ist natürlich ein relativ schlichtes Motiv, ist das italienische Motiv. Sieht ein bisschen weird aus, aber das passt auch irgendwie zu dem Film. Ja, also es passt zu diesem Film, der ziemlich trashig geraten ist, der in der Tschechei gedreht wurde, zum Beispiel unter anderem in Prag, ja. Natürlich hätte man auch direkt in Rumänien drehen können, um einem Transsilvanien vorzugaukeln. Und auf der Rückseite haben wir natürlich hier eine Inhaltsangabe, eine kleine Synopsis hier. Dann haben wir natürlich hier ganz, ganz klein so ein paar Szenenbilder, die so aneinandergereiht wurden, ja, aber die wirklich nur in einem einzigen Kasten abgesetzt wurden. Und hier auf jeden Fall die Zusammenfassung des Bonusmaterials. Ja, die Audiokommentare sowie das alternative Ende und der alternative Anfang und die Trailer sind natürlich auch auf der DVD mit dem Hauptfilm enthalten, während die Vollbildfassung halt wirklich nur auf der Blu-ray drauf ist. Bis auf die Audiokommentare sind auch sämtliche Extras mit deutschen Untertiteln versehen. Ja, also wir haben hier wirklich diese sehr ausführliche
Dokumentation Scream Queens, die knapp 80 Minuten geht. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also, wo das angekündigt wurde, war vor allem Scream Queens für mich einer der Gründe, auf jeden Fall bei diesem Mediabook Release zugreifen. Ja, weil es ist fraglich, ob die irgendwann nochmal einzeln rausgebracht wird. Wir haben dann auf jeden Fall hier dann nochmal die technischen Informationen zur Blu-ray und DVD, ja, also alle wichtigen Informationen, ist jetzt auch nicht so vollgeklatscht mit Text, aber es ist wirklich alles Wichtige, relevant hier draufgebracht. Und natürlich haben wir noch ein paar Interviews hier, ja, also wirklich das komplette Bonusmaterial von der Arrow Video VÖ wurde übernommen und halt eben noch diese Dokumentation da noch mit draufgepackt auf die Bonus-Blu-ray. Und dann haben wir natürlich hier das Innere des Mediabooks, und ja, farblich gesehen hat man hier deutlich mit Rot gespielt. Ja, ab und zu ist das so in den Mediabooks mit drin. Das ist natürlich dann auch immer eine Frage, ob das so sein musste oder ob man nicht halt einfach hätte normalen farbigen Innendruck hätte nehmen können. Ja, aber es wurde natürlich wieder ein Stück weit verfremdet. Und dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal die Blu-ray-Disc mit dem Hauptfilm drauf. Die ist so gelabelt. Wir haben einfach nur eine 2, die natürlich so aussieht wie zwei Kratzer, die durch eine Werwolfpranke verursacht worden sind, aussieht. Darunter haben wir dann noch die Bonus-Blu-ray. Ja, hier ist natürlich unten ganz klar Scream Queens enthalten und das komplette Bonusmaterial zum Film selber. Und hier haben wir dann sozusagen noch ein paar mehr Kratzer hier auf der Disc drauf, also ja, relativ schlicht gelabelt das Ganze. Und dahinter haben wir natürlich einen Spruch: Your sister was a bitch, a werewolf bitch. Wow, das hat es ja wirklich in sich, das ist eine klare Ansage. Und dann haben wir natürlich hier auf der rechten Seite noch die DVD, wo nur ein Kratzer drauf ist. Ja, ein Prankenhieb, sagen wir so, oder ein Krallenhieb, ja, und ja, das sehen auf jeden Fall okay aus. Und dann haben wir natürlich hier auch noch einen sehr, sehr passenden Spruch, ja. She will bring Cut the Beast in you, ja. So. Und hier haben wir natürlich die gute Frau Dunning, ja, die auf jeden Fall ein absolutes Leckerchen in dem Film ist, ja. Die wirklich sehr, sehr viel Erotik mit reinbringt. Ja gut, man hat sich's nicht nehmen lassen, auch hier in diesem Film mal wieder eine schöne, zünftige Werwolf-Orgie mit zu verwursten, ja. Und mittendrin halt Christopher Lee, der sich dann bei den Dreharbeiten zu Gremlins 2 dann höchstpersönlich bei Joe Dante entschuldigt hatte, dass er eben in diesem wirklich sehr, sehr schlechten Sequel damals mitgespielt hatte, obwohl dieser Film jetzt auch mittlerweile schon gewisserweise Kultstatus erlangt hatte. Und dann kommen wir natürlich zum Booklet Inneren, und wie so oft bei den ersten beiden Seiten ist es recht schwer, die komplett aufzukriegen. Ja, hier haben wir natürlich dann eine Szene, ja, die schon ein bisschen unscharf ist. Hier haben wir auf jeden Fall die gute Frau Dunning, ja, als Störber, die hier sozusagen das okkulte Ritual vorbereitet, ja. Dann haben wir sie hier noch wesentlich besser. Ich finde es natürlich gut, dass man hier im Inneren des Booklets dann doch eher auf normale, farbige Szenenbilder setzt, als halt auf diese verfremdeten Motive, die dann nur mit einer, ja, Farbe daherkommen. Ja, natürlich sehr lobenswert. Und das ist auf jeden Fall vom Druck hier, von der Qualität schon ein bisschen ordentlicher. Und hier haben wir natürlich Trash und Terror, ja, der Kontext des Werwolf-Films von Stefan Jung. Hier wird auf jeden Fall dann nochmal schön drauf eingegangen auf die Thematik und was eben dieser Film hier auch ein Stück weit für dieses Subgenre bedeutet hat, ja. Und ja, hier von Joe Dante zu Philip Mora, das war natürlich auch gewisserweise ein Qualitätssprung, auch wenn ich sagen muss, dass Philip Mora auf jeden Fall kein schlechter Regisseur ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Engelsgesicht denke, der wirklich auch sehr atmosphärisch war und auch mit wirklich einigen sehr, sehr guten Effekten da kam, ja, und auch allgemein viel Spaß gemacht hatte, ja. Und dann haben wir natürlich hier noch eines der bekanntesten Postermotive zu The Howling und dann hier als Kontrast halt Howling 2. Ja, Stirber Werewolf Bitch, wer auf diesen wirklich passenden Untertitel kam, der hat sich sicherlich absoluten Preis verdient. Ja, und hier auf jeden Fall noch ein bisschen was zu den Effekten. Also wirklich eine Menge Text. Also es gefällt mir vom Layout sehr gut. Ist gut umgesetzt. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal den gute Frau Dunning in kompletter Montur, ja. So turnt sie den ganzen Film herum. Natürlich, glaube ich, zieht sie sich 8 bis 10 Mal aus. Ja, also sie zieht schon ordentlich blank, ja. Davon lebt der Film quasi, ja. Das wurde ihm natürlich in vielen Kritiken vorgeworfen, dass der Film halt so oberflächlich ist und dass er sich halt eigentlich nur auf seine Effekte und seine Nacktheit verlässt. Aber ich muss sagen, heutzutage kann man das Ganze eher mit dem Augenzwinkern betrachten. Das ist natürlich das komplette Gegenteil von dem ersten Teil, ja, obwohl hier die Handlung fortgesetzt wird mit dem guten Rap Brown.
der den Bruder von Karen White spielt, ja, und zwar den guten Ben. Und der natürlich dann, ja, hinter Werwölfen her ist. Und ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir hier natürlich nochmal ein Szenenbild mit dieser Fratze hier. Noch die Credits. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass hier die Credits innen drin abgebildet sind. Und dann natürlich hier dann nochmal die gute Frau Dunning. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Für manch einen, ja, dürfte die Mediabook-Größe sicherlich mal wieder ein absolutes No-Go sein. Mir geht es in erster Linie um den Inhalt. Ja, und ich mag diese kleinen Kochfilms, Mediabooks, ja, ich finde die recht gelungen, ja, und muss einfach sagen, vor allem der Inhalt selber, ja, also hier ist einiges an Bonusmaterial drauf, insgesamt, ja, gut 3 Stunden, ohne die Audiokommentare mit reinzurechnen, kann sich absolut sehen lassen. Natürlich haben wir hier auch wieder die kleinen Mankos, die am Start sind, aber ich muss sagen, für meine Sammlung ist das auf jeden Fall gefundenes Fressen, und ich habe natürlich passenderweise dann auch noch ja, Howling selber hier nochmal, auch nochmal rausgekramt in dieser einen Mediabook-Cover hier von 84, ja, wo nur der Werwolf drauf abgebildet ist und diese junge Frau quasi mit ihren leuchtenden Augen, die sie auch im Werwolf verwandelt. Und natürlich ganz klar, dass man sieht, wie sehr dann beide Teile halt im Regal aussehen, wie sie zusammenpassen. Die passen natürlich absolut nicht zusammen, weil beide Filme sich doch dann deutlich beißen, was ihre Intention angeht, was ihre Inszenierung angeht, was sie letzten Endes sind, muss man sagen. Natürlich sind es beides Filme aus den 80ern, aber Joe Dantes Howling ist auf jeden Fall weitaus seriöser als dieser. Aber Howling 2 ist auf jeden Fall auch ein ziemlich, ja, muss ich sagen, Spaßfilm, ja, der sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Und die Mediabook-Veröffentlichung hier bekommt natürlich mit mal wieder leichten Abzügen aufgrund gewisser Mangos, ja, die ich natürlich jetzt schon angesprochen habe, letzten Minuten, auf jeden Fall von mir gute 4 von 5 Punkte, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ja, und aufgrund dessen, dass hier auch die Dokumentation Scream Queens drauf ist, ist das auf jeden Fall eine recht gelungene Veröffentlichung, ja, wenn man mal nicht so sehr auf die Verpackung schielt und sich mehr mit dem Inhalt befasst, bekommt man hier auf jeden Fall für sein Geld eine Menge geboten, ja, dafür, dass man wirklich so lange auf eine deutschsprachige Blu-ray-Veröffentlichung dieses Films warten musste. Und das war es jetzt auch mit meiner Produktvorstellung bzw. Unboxing zu The Howling 2, das Tier 2 in der Mediabook-Cover-B-Variante aus dem Hause Kochfilms. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den Film so findet, wie euch die Mediabook-Veröffentlichung so gefällt, ob das vielleicht eine Veröffentlichung für euch wäre. Könnt ihr alle eure Gedanken wieder unten in die Kommentare reinhauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns wieder vielleicht zu einer weiteren Produktvorstellung, Unboxing-Video oder zu irgendeinem anderen Video hier auf Lord Gamgam Full, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.